Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte euch einmal daran teillassen haben. Ich werde demnächst die Kühlung umbauen. Das geschieht so alles nach und nach. Von außen. Und möchte, falls Interesse besteht, ein bisschen euch daran teillassen haben. Gekauft habe ich noch einen zweiten Mohrer. Der kommt denn da unter, so wie ich mir das denke. Intern habe ich ja jetzt oben einen 280er, einen 420er. Das wird dann mit einem 420er. Das Board wird gedreht. Also im Moment ist das ja normal. Und ich stelle mir halt vor, dass die Anschlüsse nach unten weggehen. Das ist mit diesem Gehäuse ganz gut zu realisieren. Das Netzteil kann halt, das ist ja jetzt unten, das könnte halt hier hin. Also in dem Bereich gesetzt werden oder halt hier nach oben. Das ist da ganz variabel. Ich glaube, es würde sogar gehen, wenn ich das Netzteil hier ran mache. Also nach hinten. Ja, Pumpen wird es mindestens zwei geben. Eher drei. Da muss ich mal gucken, wie ich das platztechnisch denn da unterbringe. Hardtubes saturniert. Außer halt nach hinten raus zu den Mohras, ne? Da bleibt der IK-Schlauch denn, der jetzt verbaut ist. Ja, ein paar Sachen habe ich schon, haben sich hier schon angehäuft zum Thema Steuerung und ne, also auf jeden Fall wären es wieder D5 Next, entweder eine zusätzliche oder zwei Pumpen. Den Splitty habe ich mir geholt für USB 2, weil das Ganze ja an USB angeschlossen wird und das Gehäuse sei schon. Mainboard bietet jetzt nicht so viele Steckmöglichkeiten für USB 2, also muss der Splitter her. Gesteuert wird über ein AquaAero 6 LT, zumindest die beiden Moras mit den 8 200 mm Lüftern. Intern soll denn ein Okto, alle Lüfter, die intern sind, steuern. Ein Sensor fehlt mir noch für Durchfluss und Flüssigkeitsgüte. Der wird dann demnächst auch noch gekauft. Ja, IK-Fittinge bleiben, wie sie sind. Ne? Nur halt von Schlauchfitting auf Hardtubes. Und ja, mal gucken. Vielleicht interessiert das ja hier den einen oder anderen. Dann würde ich natürlich Updates machen, sobald sich was tut. Mal gucken, ob ich mir ein Stativ, weil ich habe jetzt nur die Handykamera, die sollte dafür eigentlich ausreichen. Ich mache das ja nicht professionell, sondern einfach nur aus Spaß ein Stativ fürs Handy einfach holen, damit es ein bisschen angenehmer ist. Ja, Farben hatte ich so an Purpur Schrägstrich Lila gedacht. Ich habe Verlängerung hier von ne, Cable Mod, aber die hatten jetzt Mikrokurzschluss, deswegen ging die Grafikkarte immer aus beim Spielen. Muss ich mir mal überlegen, ob ich denn wieder zu Cable Mod greife oder ob ich jetzt so wie jetzt auch ohne die Verlängerung, hier habe ich jetzt noch eine, ne? Ob ich ohne die geslieften Verlängerungen auskomme. Zur 3090, da wird einfach nur die Wärmeleitpads, werde ich da einmal tauschen. Die ist jetzt knapp ein Jahr in meinem Besitz und mich interessiert es einfach mal, ne? Den Kühler abnehmen, ein bisschen reinigen darunter, neue Wärmeleitpaste und halt Wärmeleitpads einmal in gut quasi. Das ist ja eine 3090 OC Tough Gaming. Falls es interessiert, wie die Karte darunter aussieht und wenn ich den Kühler abmache, wie gesagt. Ne? Ich gucke mal, wenn Interesse besteht, dann werde ich das gerne zeigen und mir ein bisschen mehr Mühe geben, als ich das jetzt mache. Ne? So, das war's auch schon. Dann wünsche ich einen schönen Wochenstart. Und einen erfolgreichen Tag.